und Herren, jetzt sind wir dabei, uns zwei Fähren anzubauen. Und ich bin gut dabei, jetzt hier Einbahnstraßen reinzubauen. So. Ich will die Straße als Einbahnstraße bauen. Naja, gut, dann eben nicht. So. Fähre Nummer 1 kann andocken. Und Nummer 2 folgt zugleich. Gut, jetzt haben wir hier im Moment... Doch, wir haben relativ... Wir haben ja trotzdem genug Strom, oder auch nicht. Gut. Also, bald das Dings ausfallen würde, hätten wir keinen Strom mehr. Gut zu wissen. Was man eben so. Ach du Scheibenkleister. Okay. Haben wir so Krematorium Bereich noch? 1, 2, 3, 4. Friedhof. Jetzt müsste es reichen. Wie sie so in Kolonnen losfahren, alle gleich raus. Okay, der Friedhof hat ein paar Fahrzeuge mehr, glaube ich. Wo tun die die überhaupt parken? Also hier 1, 2, 3 Parkplätze. Der Friedhof? Von hier sind schon Grabsteine drauf. Wir haben auch noch nicht mal Tote. Was soll das? Aber gut, Leute, ich würde mal sagen... Ah nee, warte mal. Stimmt, ich habe ein paar das begonnen. Jo. Menziman hat schon wieder zu viel gesoffen. Soweit kommt es noch. Ich hoffe mal, es klappt jetzt so ein bisschen mit den Töten. Wie sieht es denn eigentlich mit der Bildung aus? Wenn wir jetzt schon so extrem viel Geld haben, dann können wir auch ein bisschen für die Bildung ausgeben, oder? Grundschule. Hier in der Mitte haben sie keine. Naja, dann bauen wir die hier so hin. Und Oberschule haben die hier eigentlich relativ alle nicht. Ja, mal gucken. Bauen wir noch ein... Schluck auf. Warum noch eine? Das ist jetzt die Frage. Ich wäre mehr für ja, oder? Kriegt ihr eine daneben noch? So ist es doch geil. Zieht euch die Bildung rein. Warum ist denn das Stoppschild schon wieder drin? Hä? Das ist doch extra rausgemacht. Okay. Ich bin... Hey, ich hab doch im letzten Part das Stoppschild rausgemacht, oder? Und das war doch auch vorhin weg gewesen, der Stau. Und das pendelt sich hier lang... Wie sieht's denn auswärts aus? Die paar Fahrzeuge, ist das wunderbar. Die Autobahn können wir noch mal ordentlich verlegen. So.
Sieht jedenfalls schon mal etwas besser aus als vorher. Da ist diese Kuppe. So. Hier haben wir ja auch schon zwei Oberschulen. Aber es sind schon so viele Leute, dass man so viele Oberschulen braucht. Das ist ja... Aber wir brauchen dann so ein Bodengebiet. Wir jetzt ziehen zu viele Leute aus. So, dann machen wir hier noch mal hin. Wollen wir hier noch so ein kleines Wohngebiet, glaube ich, hin, oder? Na, ich meine das, was ich sowieso vorhatte. Also, ich hatte sowas indirekt vor. Das muss ich leider zusagen. Das wird jetzt einiges entlasten. Ach du fucking holy shit. Jetzt müssen wir mal gleich mal gucken, ob hier Kreuzung ist. Muss die Ampel raus. Und wie sieht das hier oben aus? Hier haben wir jetzt eine Ampel. Nein. Autobahn. Es ist wichtig, dass die Leute runterkommen. Im Moment. Vielleicht löst sich das ja dann alles noch nach und nach auf. So, das wird unser nächster Stadtteil, hoffe ich mal, dass das irgendwas Ordentliches wird. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Ich sehe schon das Problem. Aber wir warten mal ab. Das ist schon in Ordnung. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir es mit Wasser und Strom machen. Strom ist gelegt und Wasser gleich auch. Und ich muss wirklich sagen, von den Aufrufen her ist ja CDC Islanders das Projekt, was ihr so relativ gut feiert. Ja, drei Aufrufe ist nicht viel, aber... Vier war die letzte. Trotzdem ist es doch eigentlich ziemlich nice, oder? So. Ja, und hier unten machen wir auch noch ein paar Häuserchen. Das tut ja keinen weh, oder? Und so. Jetzt mal gucken, ob wir überhaupt welche einziehen wollen. So, und als nächstes haben wir Kernkraftwerk, danach den Flughafen und dann sind wir ein Megapolis. Und da fange ich von neuem an. Ne, ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das hier so einpendelt. Hier staut sich das großartig nicht. Hier um die Kurve, ja, okay, Pillepalle. Und LKW-Verkehr ist jetzt auch kein extremes Problem. Ist kein extremes Problem, scheiße. Hm.
Andersrum wäre ich, glaube ich, besser gekommen. Also wenn hier so die Einbahnstraße hier so lang gehen würde. Und alle hier drauf wieder. Also da kommen sie ja nicht mal hoch. Ich bin jetzt schon müde. Steuern sind so hoch. Ja komm, ich habe ja genug Geld. 13er Steuer. Wir gehen alle auf den 13er Steuer. Das muss eigentlich relativ gut heißen. Das Problem in der Stadt ist, ich habe zu viele Tote. Ich habe hier noch nicht mal irgendwelche Leute, die hier drin... Nein. Die stehen ja alle im Stau, oder? Wir sehen hier was. Das ist ja schrecklich. Gesundheit. Platz habe ich genug. 249 müssen wir mal ein bisschen beobachten. Wenn es zu viel werden, müssen wir uns was einfallen lassen. Und hier auch. Laufen tun keine Leute. Die fahren alle mit Bus oder sonst was. Warum halten die hier an? Nur wegen dem Fußgänger Überweg hier bestimmt. Da müssen wir was lösen. So und so hier runter. Im Echten würde ich das auch nicht unbedingt benutzen wollen, aber das ist noch auf dem Wert. So war es perfekt. Kann man hier erst Kreuzung machen? Nochmal so. Mit gut Glück. Was ich ja nicht denke. Einrichtung voll. Wo? 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 Hier hinten. Oh. Oh, Moment, Lärm. So, wollen wir es mal entleeren. Das kann jetzt eine Weile dauern. Jedes Fahrzeug nimmt 10 mit, oder was? Okay. Warum nicht? Ja, fahren sie 30 Mal, die, ey, das ist schon ziemlich viel. So. Und wir haben viel zu viel, deswegen werde ich jetzt hier die abreißen. Und Industrie reinpacken. Post. Stau ist fucking shit, aber dafür hat sich die Autobahn gelöst. Hier ist auch nichts. Hier haben wir Stromprobleme, Wasserprobleme. Stromprobleme? Oh, Stromprobleme. Und Wasserprobleme? Euer fucking Ernst. So.
Ja, es regnet. Es regnet, es regnet. Deswegen haben wir ein kleines Stromproblem. Ich würde das gerne haben. Wir sind wirklich knapp. Eigentlich reicht eins von denen hier noch aus. Schon mal Zeugung und Verbrauch. Supi. Was sagt die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt auch gleich. Schluss. Weil die Uhrzeit sagt ihr, wir spielen schon zu lange. Was mache ich mit den ganzen Toten? Viel zu viele Tote. Ah, nochmal Krematorium kann ich doch nie bauen. Das geht nicht. Ja, Friedhof. Das sind auch schon 190 drin. Ja, jetzt kommt keine Toten abholen. Hier oben bauen wir auch noch ein paar hin. Weil nicht, dass die alle hier auch noch hier hochfahren. Das wollen wir ja nicht. Das wäre auch relativ dämlich. Also. Und die fahren runter, okay. Der fährt hoch, das ist super. Alles gut. Die fahren von unten nach oben und von oben nach unten, geil. Na dann Leute, würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, wenn mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich sehe es auch anhand der Abozahlen und wenn ihr mal einen Daumen nach oben geben würdet. Dann bis zum nächsten Mal, sagt euch mein Wort. Ciao, ciao.